Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy Rebirth. Wir verlassen jetzt erstmal den Chatlet, denn ich glaube, wir haben hier erstmal alles gemacht. Entschuldige meine Nachfrage, aber ich habe schon lange nichts mehr von dir zu den Chatlet, du kennst mich. Du bist sicher nur beschäftigt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du sie einfach so vergessen würdest. Aber ach, weißt du, Chatlet, wir kennen uns schon so lange. Wir haben hier schon gesucht, oder? Wo bist du? Ja, wir haben hier schon gesucht. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Hauptquest natürlich. Endlich. Wir könnten jetzt da lang. Aber wir gehen hier diesen Weg. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen von dem Krempel. Ich glaube 6 oder 4. Bin ich froh, dass es mit den Muckis durch ist. Oh Gott. Da mal drin. Fünf Stück noch. Ich bezweifle stark, dass das hier hinten weitergeht irgendwie. Wo sind wir denn gerade überhaupt? Ja, glaube ich nicht, dass das hier irgendwo weitergeht. Also hier können wir hoch. Niemand sagt da Wurm, was? Ach! Hier sind wir jetzt. So, die hat man von unten schon gesehen. Stimmt. Ah, Carnifex. Wieso geht's ihm so schlecht? Bin also frei. Schockern, fähig, schocken. Eis. Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett's Palast. Du bist am Zug. Ich leg los. Das tut weh. Oh, oh. Ah, sie kann gar kein Eis. Nein, jetzt erst recht. Ach, Schockanfähigkeit, Hammer, okay. Was war das jetzt? Eis. Es hakelt! So wird das nichts. Roger, ich übernehme. Ja, okay. Der Rest ist jetzt eigentlich egal. Ja, vielleicht sollte man nicht unbedingt sterben. Das wäre eventuell ganz gut. Klappt. Ziemlich hart. So eine Schande. Jetzt hab ich dir das sagen. Das wird schon wieder. Ich verlasse mich auf dich. Echt? Ich bin mir viel zu schnell. Entscheiden wir es. Los. Zack. Zum Angriff. Über meine Grenzen. Sind hiermit abgeschlossen. Sicherlich auch dank meiner guten Führung.
dich eindeutig zu oft zu Wort. Ich werde deine Sprechfrequenz rekalibrieren müssen. Hast du das gehört, Cloud? Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit. Natürlich. Auch dieses Mal ist es mir übrigens gelungen, eine neue Kampfsimulation zu erstellen. Sie kann sich wirklich sehen lassen. Also schauen Sie dir unbedingt an. Oh Gott, wir müssen unbedingt uns irgendwie heilen. Am besten, wir gehen nochmal zurück zum Jetley. Ja, Mist, mir fehlt Futter. Mir fehlen 5 Futter. Gibt es hier irgendwo nochmal einen Fluss vielleicht? Hier ist noch ein Fluss. Da könnten noch welche sein. Okay, wir gehen erstmal. Beim Jetley kann ich mich nicht heilen. Wir gehen erstmal kurz hier hin, heilen uns. So. Geh mal zu ihm hier zurück. Ich will auch erstmal mit ihm hier reden. Vielleicht können wir ja schon irgendwas abgeben. Wir kriegen wieder irgendwas. Dein Chocobo-Gras nehme ich gerne entgegen. Danke. Wenn du wieder was findest, dann bring's mir vorbei. Willst du auch Federn tauschen? Oh nein! Mir fehlt noch was. Na, ich bin doch komisch. Ich kann doch hier alles kaufen. Ich guck mal gerade, was wir brauchen. Der Alte ist nicht immer ganz ein. Ja, ist okay. Sternensplitter, wo krieg ich das denn her? Materialinfo. Und Kosmodit. Garmreif. Garmreif Plus. Muss ich mir irgendwo kaufen? Okay, wir können aber bei ihm erstmal Kosmetik kaufen. Ach, aber Geduld zahlt sich aus. Er weiß nämlich echt viel. Dein Chocobo-Gras nehme ich gerne entgegen. Willst du auch Federn tauschen? Was kostet die Welt? Nee, Sternensplitter, sowas hat er nicht da. Materia-Ohrring. So, wir gucken uns erstmal, ob wir dem Keiichi das Neues geben. Wir könnten auch mal wieder, gab es hier schon so eine, wie heißt das? So eine Ausrüstungsdings da, diesen Büchern. Aber wir müssten unbedingt mal was mit dem Barrett machen. Glücksgöttin. Ruf die Göttin des Glücks herbei, die eine Zeit lang die Rate erhöht, mit der alle Gefährten kritische Treffer landen. Das hört sich schon mal gut an. Das hört sich auch cool an. Gegner mit einem... So.
Lenkt die Aufmerksamkeit. Das hört sich gut an. So, was hat er? Salzgewitter? Heilen? Das, gestärkte Attacke, Glücksboost, Materialismus, Luft, Kraft, Eis? Dunkle Künste? Oh, Eigenart. Nee. Ja, komm, Gebet. Synchro-Schaden. So, er hat Toxin, Frost, Morphen, Luft, Gestein. Toxin haben wir schon. Gravitas-Magie. Ja. Luffy, okay. Hätten wir das? So. Hallo. Wir sind wieder da. Du wirst doch wohl nicht unseren Kampfsimulator vergessen haben. Aus den Daten der Ungeheuer, die du bezwungen hast, konnte ich eine neue Kampfsimulation erstellen. Es wäre zu schade, wenn du sie nicht ausprobierst. Nebelkampfauftrag, die Boten des Todes. Mit Verbindung des Todes. Okay. Sofort tot, oder was? Ein Grashüpper? Übernimm du. Hier komm. Genau da gehörst du hin. Und jetzt immer rauf da. Was soll der Scheiß? Die Arbeit! Hier! Hier gegeben! Entscheidend ist! Nimm das! Na? Zack! Na? Viel Erfolg! Ich zähle auf dich! Roger, ich übernehme! Hab das für dich! Genau da gehörst du hin! Verzieh dich! Unten bleiben, abschauen! Das tut weh! Auf die Zwölf! Da geht noch was! Ha! Ach, das Auto ziehen ist so schön. Ich schlecker dich wie ein Schien! Er muss aber was fertig machen. Brauchen noch eine Feder. Auch Qualis. Übernimm du. Jetzt hab ich hier das Sagen. Jetzt macht der Onkel mal Konfetti. Ich seh dich. Verzieh dich. Wie schmeckt dir das? Unort, Ungeheuerlichkeit. Nicht übertreiben. Hier kommt der Schaden. Tausend Schuss und kein Schuss daneben. Ja, es geht schon sehr viel daneben gerade. Ich gebe auf dich acht. Lass mich mal. Ich seh dich!
aus dem Weg! Das tut weh! Da geht noch was! Ich seh dich! Wie schmeckt... Ja! Es geht los! Das misst viel. Nachschlag! Zieh dich zurück. Festhalten! Das war's! Eins nach dem anderen. Okay, Aero war gut. Dann übernimm. Roger, ich übernehme. Übernimm mal. Jetzt komm ich. Und zack. Das steck ich weg. Oh Gott, sind die nervig. Lass mich mal. Verdammt. Christ. Hier kommt Barrett. Das tut weh. Nee. Zack! Ja! Runter! Nimm das! Zack! Ja! Zack! Na, oh, um Gottes Willen! Ich übernehme. Los! Das war's! Einfach mal nebenbei umgebracht. Jetzt! Ich seh nicht übertreiben! Dich. Jetzt kann ich ja das sagen! War das die zweite oder die dritte Runde? Schön gemacht. Ah, okay, die dritte. Ich registriere ein Gefühl der Überlegenheit in dir. Kann sein. 70. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Jetzt sagt er wenigstens nicht, dass ich schlecht bin. So. Wir könnten eigentlich hier hingehen. Müssen wir uns setzen? Geht's uns schlecht? Ey. Auch hier, guck mal da. Hallo. Oh, verdammt. Entschuldigung. Das habe ich ja völlig vergessen. Aber ich habe es wenigstens geschafft, gestern erfolgreich, nee, heute, die Controller zu... Wie heißt das? Zu updaten. Normalerweise drücke ich das einfach nur. Aber irgendwie ging es da gar nicht mehr. Los! Es ist aus!
Roger, sprich dein nächstes Gebet. Es ist noch nicht vorbei. So, jetzt ist es vorbei. Wir waren hier noch nicht, oder? Ach, nee. Eine relativ große Ebene hier. Nee, nicht Ebene, auch nicht groß, aber ist so leer. Okay. Gut, also hier könnten wir jetzt nur runter in die andere Richtung. Nee, hier kommt man nicht hoch, oder? So, gut, dann müssen wir den anderen Weg gehen. Guck, guck. Hä? Der Hafen von Nibelheim? Ach nee. Oh. Aber das. Hä? Haben die nicht erzählt? Hab ich irgendwas. Hä? Haben die nicht gesagt, das ist alles kaputt? Sephiroth hat doch alles verbrannt. Oh, ich kann nicht schneller laufen. War das Dorf nicht abgebrannt? Nibelheim. Cloud, sieh mal. Hier. Das ist doch ganz neu. Okay. Sie haben das Dorf wieder aufgebaut. Erschreckt mich nicht so. Ich dachte schon, Cloud wäre wieder verrückt. Ich meine, nicht verrückt, verrückt. Ihr wisst schon. Also, was glaubt ihr, wer das war? Shinra. Na dann, suchen wir das Terminal? Ich weiß noch nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Aber Keiichi, war mein allererstes Cosplay, was ich jemals gemacht habe. Willkommen in Nibelheim. Oh, hallo. Was führt dich her? Auf Krankenbesuch? Hä? Hier werden die Patienten mit leichteren Symptomen behandelt. Aha. Die Lebensmittel, die wir hier verarbeiten, werden uns regelmäßig von Shinra geliefert. Das Mindeste, was wir tun können, ist, unseren Patienten gutes Essen aufzutischen. Bislang hatten die sich immer sehr ruhig verhalten. Aber in letzter Zeit häufen sich plötzliche Tobsuchtsanfälle. Okay. Viel mehr ist uns momentan wohl auch nicht möglich. Ist das so ein Tobsuchtsanfall? Bleib mir bloß vom Leib! Unsere Patienten dürfen sich hier alle frei im Dorf bewegen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, also sie versuchen ihnen zu helfen, wenigstens. Ach, geh weg! Aua! Die Schwarzkutten können sich seit kurzem wieder etwas artikulieren. Ah. Immer nur so viel, wie gerade geht. Tut uns den Gefallen und verschwindet einfach. Wissen wir inzwischen mehr über die Ursachen der Krampfanfälle? Nein, leider konnten die Ärzte bislang nichts herausfinden. Wie fühlt man sich in Ruhe? Schön langsam, ne? In letzter Zeit wirken die Schwarzkotten viel lebhafter als zuvor. Oft haben sie sich sonst tagelang überhaupt nicht bewegt. Geplant. Wir könnten ja ein Thermalbad vorschlagen, so wie in Modeoheim. Irgendwie fühlt sich das hier gerade ganz komisch an.
als ob sie auf Krampf, als ob sie irgendwie... Ich finde, das ist eine ganz komische Stimmung hier. Die es hier ursprünglich schon gab, kommen in letzter Zeit immer mehr Schwarzkutten von außerhalb und bleiben dann auch. Das fühlt sich irgendwie hier alles zu gut an. Nehmen Marco-Vergiftungen etwa zu? Unsere Kapazitäten sind jedenfalls so gut wie aufgebraucht. Viel mehr schaffen wir nicht. Wieso hörten die sich an wie tiefer? Diese Schwarzkutte. Die Patienten, die es hier ursprünglich schon gab, kommen in letzter Zeit... Oh ja, bei der Kälte und... Immer mit der Ruhe. Und verlassen sogar ganz... Was? Murmeln? So, bevor wir uns jetzt hier im Dorf weiter umschauen, würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr... was habe ich gesagt? Ich habe schon vergessen. Wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung. Und ich bin gespannt, welche Geheimnisse in Nibelheim ja vorherrschen. Es fühlt sich irgendwie seltsam falsch an, hier gerade alles. Mal schauen. Tschüss.